So, es läuft. Wir sind live. So, jetzt warten wir mal ab, bis mal ein paar Leute kommen. Ich muss das auch noch mal auf Twitter teilen. Twitter teilen. Das gucke ich gerade. Ja, es ist auch live. Ich sehe es gerade. Das gucke ich gerade mal auf dem Kanal. Hast du einen Link? Ich finde das. Ich check das mit YouTube nie. Wo kann ich den Link reinsetzen und so? Ich bin da, ich finde, was bei, ist bei Twitch deutlich einfacher eigentlich. Ah ja, vielen Dank, Marvin. Ja, schick ihn mir mal. Genau, das ist sehr, sehr gut. Dann können wir das Ganze mal. Ah, sind schon ein paar Leute da. So, warte mal. Ich mache mal kurz einen Tweet. Tennis. Aces jetzt live Hallo Mike, hallo Otto, gegen. hallo Sial, hallo Marius. Schön, dass ihr da seid. Grandiosen Mario. Ja, wann hast du das letzte Mal Mario Aces gespielt? Tatsächlich gestern Abend nochmal, weil ich wusste, dass wir heute spielen werden. Deswegen habe ich gedacht, weißt du was? Scheiß Streber. Ja, wieso? Hast du nicht probiert? Hast du nicht mal trainiert? Nee, Ach komm. nee. Ach komm. Ich dachte mir so, ach komm. Mit so eine lockere Runde. Ja, du hast wahrscheinlich gedacht, ach komm, für den reicht's. Wow, nein! Im Online bin ich eigentlich immer voll abgekackt. Ich war nur in einem Offline-Ding immer recht gut. Ja, ich habe ja, ach so, ja gut, ich habe tatsächlich mich ein bisschen online versucht. So, und das hat auch tatsächlich ein bisschen geklappt. Ich weiß gerade nicht, wie laut der Sound ist und so. Das müssen mir gerade jetzt die Zuschauer vielleicht mal mal schreiben, weil ich weiß nicht, wie laut der Marvin ist und so, ob das lauter machen kann eventuell. Gerne Feedback. Genau, weil das weiß ich jetzt gerade nicht, weil ich habe schon meine ganzen Streaming-Einstellungen nicht mehr auf dem Schirm gehabt, musste alles noch vor dir, bevor wir live gegangen sind, alles nochmal einstellen und so. Deswegen ein bisschen holprig, ich hoffe, das funktioniert. Ich würde dich auch gerne mal in Mario Tennis rasieren, Yeti. Ja. Ja, weil der Typ, ich kann das mal kurz zeigen. Ich mach mal kurz hier, mach mal, lass mal den, geben wir mal die Credits an den Fahrfahren. Und zwar, wenn du, ich glaube, das ist bei, nee, das ist nicht da. Das ist, glaube ich, bei Turnier, Online-Turnier gehst, dann siehst du nämlich, ich meine, dass du hier die Liste siehst, so die Weltrangliste und so. Und da siehst du dann den, das ist wirklich abgefahren. Zum Beispiel bei der Standardgruppe, so ganz kurz, siehst du dann, wieder verfahren, hier mit einer Siegesquote von 87%, 40 Siege, 6 Niederlagen, Heftiger 8.600 Punkte. Boy. Also, bist du irre? Wo bist du irre? Das ist wirklich sick. Das ist wirklich, genau, Marvin ist etwas leise, das höre ich gerade. Das müssen wir noch irgendwie, das müssen wir Also, irgendwie ich habe mich kriegen. schon auf maximal laut gemacht, was bei mir geht. Also, Okay, das dann war muss, irgendwie besser. vielleicht muss ich mal vielleicht auch vielleicht den Sound von dem Spiel etwas leiser machen. So, dann ist, weil die Musik ist gerade echt sehr laut, weil ist halt einfach die fucking Mario Tennis, halt, die sind nie leise. Jetzt gucke ich gerade, wie kann ich dich lauter machen noch? Das müssten wir doch irgendwie hinkriegen können. So. Ich wüsste jetzt nicht genau wie. Du hast ein Hüngerchen? Ja, komm, pass auf. Du hast ein Hüngerchen. Okay. Ja, okay, also jetzt auch mal offiziell herzlich willkommen zu einem eigenen, also man kann schon sagen, es ist ein von spontan Stream, weil im Grunde genommen wollten der Marvin und ich seit der letzten Folge einfach mal eine Runde Mario Tennis spielen und dann hat uns einer irgendwie bei Discord so gefragt, wieso macht ihr das nicht einfach mal live und wir können dabei zuschauen und die Idee fanden wir beide so cool, deswegen haben wir uns gedacht, probieren wir es einfach mal aus, so, probieren wir einfach mal aus, online gegeneinander zu spielen. Ja. Und der Marvin hat, wie gesagt, ist offline eine absolute Granate, aber ob er online irgendwas reißen kann, das werden wir gleich mal sehen, würde ich sagen. Und wir wollen nur eine Stunde streamen, also nicht sehr lang. Also wir werden jetzt hier nicht irgendwie ausschweifend bis um 3 Uhr nachts irgendwie uns die Bälle um die Ohren hauen, aber Die zumindest. Matches sind sehr spannend. Ja, das kann natürlich sein. Lass uns doch mal. Du hast einen Raum aufgemacht, ne? Ich habe einen Raum aufgemacht, du kannst mir einfach joinen, Ich kann hier so joinen, okay. Okay, dann müssen wir. Ja, wie soll man das denn? Ich weiß nicht, wie ich es ändern soll. Ich kann dich nicht lauter machen. Ja, wo denn? Also ich kann. Ich weiß nicht. Ich alles, was OBS angeht, habe ich Mike
meistens Miene machen lassen, weil die da mehr Erfahrung haben. Ja, das Problem ist halt, bei OBS ist, es ist ja so, dass die Spur von der Aufnahme von der Switch genau die gleiche Spur ist wie deine Spur, weil ich dich über Zencaster höre. Aber kannst du denn nicht die Musik von Mario Tennis leiser machen und dann insgesamt lauter? Warte mal, ich kann, da müsste ich quasi im Spiel selber, vielleicht kann man hier in dem Musik kann ich ausschalten. Ich kann die Musik ausschalten. Aber ausschalten ist ja auch. Ja, gut, okay, vielleicht gibt es ja irgendwie einfach so ein. Es gibt bei einer Spieloption gibt es keine Funktion. In jedem Scheißspiel gibt es irgendwo einfach diese ganzen Soundeffekte leiser machen und hier gibt es das nicht. So. Das Einzige, was ich noch machen könnte, ist bei meinem am Rechner vielleicht, dass ich. Nee, da kann ich ja auch nur. Aber die Switch läuft doch jetzt im Prinzip über eine Capture Card, oder nicht? Ja. Die muss doch irgendwie einen anderen Pegel haben als der restliche Computer Sound, oder nicht? Naja, ich könnte. Warte, OBS leiser machen. So. Wenn ich OBS jetzt leiser gemacht habe, das ist wirklich jetzt gerade sehr leise, dann müsstest du, wenn du jetzt rede mal. Hallo, ich rede jetzt einfach mal. Ich weiß nicht was, ich habe einen süßen Yoshi als Icon. Habe ich gesehen und ich habe mir gedacht, den haben aber viele. Echt? Ja. So ja, das ist ja klar, weil ich habe Luigi genommen und den haben aber auch ziemlich viele. So. Naja, es ist halt. Es ist ja. Es ist halt typisch, das ist genauso, wenn ich sagen will, ich gehe jetzt ganz, ganz früh morgens in den Supermarkt, weil da ist gar keiner da. Dann gehst du hin, dann hat aber jeder die Idee gehabt und um 12 Uhr wurde jeder denkt, das ist viel zu voll, da ist gar keiner. So. Ich glaube, dass es, glaube ich, ganz gut sein sollte. Bis jetzt haben wir kein Feedback bekommen, aber ich denke mal, dass es mit diesem, dass jetzt so leise ist, dass es, glaube ich, gehen sollte. So. Okay. Okay, lass uns einfach mal. Genau, ich wollte gerade sagen, Shots fired und I will return that. Also okay, dann lass uns doch. Du hast einen Raum aufgemacht, hast du gesagt, ne? Genau. So, wo muss ich jetzt hin? Ich glaube, du musst unter. Oh Gott. Mehr Spieler? Genau, mehr doch. Spieler, genau, mehr Spieler, dann online. Online-Spiel. Also hier gibt's kaum hörbar. Hm. Sehr laut reden. Ja, wahrscheinlich. Kannst du nicht an deinem Mikrofon einfach deine Einstellung nochmal... Ah, du hast ein Maximum gemacht, hast du gesagt. Meine ist Max, ich bin voll, also... Mann, muss ich mich leiser machen? Wie laut ich quasi Mario City wäre? Wie würde sich das denn... Hallo, wenn ich so aufnehmen würde, dann wäre alles ziemlich übersteuert. Ja, also ich sollte niemals so aufnehmen, aber für jetzt ist es okay. Ich habe jetzt mich auch ein bisschen leiser gemacht, sodass ich... Dass es eventuell, dass die Leute sagen, okay, ich muss einfach selbst... lauter machen. Oder wir machen, weißt du, was wir machen? Wir machen vielleicht Discord. Okay. Und dann könnte ich ja Discord komplett laut machen, weil das ja ein extra Programm ist, weil Zencaster läuft ja über den Browser. So, dann lass uns doch. Ja, lass uns doch mal gucken. Okay, ich bin übrigens gerade in Discord tatsächlich. Ich auch jeden Moment. Okay. Ach, das ist wieder typisch. Also dich hört man anscheinend gar nicht. Ja, ich verstehe es halt auch gar nicht. Aber warum hört man dich nicht? Ach, warte mal. Kann das wirklich vielleicht sein? Warte mal. Weil normalerweise ist doch so, das, was ich höre, müssen die Leute da auch hören, oder nicht? Die Systemlautstärke eingestellt. Ja gut, das hab ich auf volle Pulle gemacht. So. Es werdet ihr wahrscheinlich okay. Mega krass von Mario Sounds erschlagen werden, aber halt ihn noch hören. Rede mal. Hallo, ich rede ein bisschen. Discord ist immer noch nicht an übrigens. Es ist ganz schrecklich. Loading 001 RIP 303. Ja, jetzt, zumindest hört man dich jetzt mal richtig, weil ich habe jetzt das so okay. Leise gemacht, ich dachte, das wäre. Dass du trotzdem noch leise bist. Okay, lass uns das jetzt so behalten. So. Alles gut so, top, das passt sehr schön. Okay, ja, dann können wir jetzt loslegen. So, dann machen wir mal, also ich muss jetzt auf Solo gehen. Offene Räume einer, sehe ich. Genau, mal. Ja, das, da bist das du ja. Ich, ja. Ich mag das nicht. So. Hallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr mich jetzt hört. Schön, dass ihr da seid. Fühlt euch so. So, jetzt hat man Marvin, so ist gut, dann können wir jetzt anfangen und jetzt können wir wirklich mal Mario Tennis spielen. Wir spielen normal, oder? Das ist ein Standardmodus, oder willst du wirklich ohne Effekte, ohne irgendwelche Shots und Tricks und so?
Ich weiß es, ich habe das jetzt einfach so gelassen, okay, wie es okay, war. Passt schon. Es ist mir egal, was du gemacht hast. Weil wir probieren es halt einfach mal aus. Die Bälle fliegen dir um die Ohren. Ich glaube, wir können auch Duo spielen. Wir können nachher auch mal zusammen spielen. Oh, das wäre witzig. NPC ist so krass. Ey, zusammen online, Mann. Das wäre ja witzig. Mega. Ja, ich habe so die Option gesehen, dass das geht. So, ich nehme Boohoo, weil Boohoo hat eine krasse... Also, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber der hat teilweise Schläge drauf, die sind übel. Ja, so. Boohoo mochte ich auch sehr gerne. Ja, den nehme ich nämlich einfach mal. So, ich bin sehr gespannt. Ah, Mann, ey, dann wird es jetzt schon wieder kacken. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ich auch. Das ist alles so dumm. Ich werde mich so hart blamieren, ey. Das tut mir schon wieder... Ach, Mann, warum habe ich mich darauf eingelassen? Wir hätten einfach privat spielen sollen. Ist doch alles dumm. Oh, Mann! Das ist ja unfair. Du machst dasselbe wie ich. Ich dachte, ich kann jetzt mies so mit meinen Skills... Ach, das wird doch jetzt eine Stunde Blamage einfach. Ja, es ist... Ich liebe diese Schläge. Ey, mach den Ass, das gibt's doch nicht. Aufschlag, Ass! Ey, das ist so eine Scheiße, ist das? Ich muss mich jetzt wieder daran gewöhnen, dass ich nicht Standard spiele, sondern die, also nicht einfach spiele, sondern Standard. Oh, der war gut. Jetzt wird man natürlich die ganze Zeit nur so Kommentare hören. Oh, oh, der war super. Ich bin gerade... Nein, nein, nein! Oh, Netz! Ins Netz gehauen, yes! Fuck my life. Mein Herz pocht ein bisschen, Leute. Ja. Oh boy. Nein! Was war das für ein Scheißschlag? Oh boy. Ah, oh, das krieg ich nicht mehr. Yes, egal. Ich hab gar keinen Sound an, das macht mich fertig. Ich muss ein bisschen Sound anmachen, ich hoffe, den hört man nicht. Nee, es passt schon. Breakball, das ist ja gut. Ja. Was? Was war das denn für ein heftiger Curveball? Ey, der ist so gut, buhu. Buhu! Allein schon, wie er den Tennisball hält, das ist super, super. Ey, nein. Oh, yeah. Die sind unangenehm, diese Bälle. Ach, du hast jetzt den ersten Satz gewonnen, oder genau, was? Genau, ja. Erstes Spiel. Sehr viel. Also ja, das erste Spiel vom ersten Satz, so. Bin kein Tennisprofi. Hast du auch das Gefühl, du verstehst Tennis besser durch Mario Tennis? Ich habe Tennis vorher schon sehr gerne geguckt. Oh, ich wusste das. Mann, das ist doch scheiße. Jetzt geh ich mal ein bisschen ans Netz. Jetzt komm schon. Du Schwein. Was macht der? Yes! Ich hab das nicht gewollt. Man, ich zeig dir das. Oh Mann, ey. Ja, ich hab das nicht gewollt. Das sagen alle. Boah. Ey, du hast schon wieder diese verdammte... Wieso hast du so eine große Leiste? Nein, nein, nein. Nein! Oh mein, mein Schläger geht gleich kaputt. Oh, geblockt! Ey. Nein, was macht der denn? Ja, man! Ich glaube, der Stream hakt ein bisschen, sagt der Chat. Okay, ich weiß nicht, wie... Ich weiß auch nicht. Ich kann nicht. Ey, was ist das? Nice. 1-1. Das wird doch ein spannendes Ding hier. Verdammt nochmal, das ist jetzt irgendwie gerade. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert. So, warum? Aber ich muss. Aber es passt schon. Warte. Weil ich tatsächlich. Das ein bisschen als auf sichere Bank gedacht hätte. Yes, oh, Alter. Fuck. Der war richtig gut. Der war gut, der war gut. Ey, was geht, Alter? Aufschlag. Verdammt nochmal. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu langweilig für die Zuschauer, die jetzt einfach nur so, ja, die ganze Zeit nur uns... Ah, oh, yeah. Weil man konzentriert sich ja dann doch ziemlich doll ja, dabei, ne? Ich könnte nie Let's Player werden. Das ist so nice. Dumm. Könnte nie Let's Player werden, weil ich nie sprechen und spielen gleichzeitig könnte. Das ist super. Ey, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich habe jetzt nicht aufgepasst.
Das ist, ja, super, das ist super schwierig. Also spielen und dabei, ja, reden, also so richtiger Let's Player, also, der es total krass, also, macht. Es gibt Spiele, da ist es super leicht, aber so Spiele wie Mario Tennis, das ist unmöglich. Ja. Ah, oh Mann, ey. Aber es ist ja auch hier, purer Wettkampf. Beim normalen Tennis reden ja auch nicht alle die ganze Zeit. Natürlich nicht. Aber der Buhu, der kann aber auch wirklich keine... Nein! Blocken ist nicht so deins, oder? Das ist nicht... Ich find's nicht so einfach, nein. Also definitiv nicht. Es ist eigentlich super simpel, aber ich krieg's nie hin. Ich bin super aufgeregt dann immer, wenn der Ball kommt. Gut, ich habe jetzt mein Blocktalent auch noch nicht so unter Beweis stellen müssen, deswegen kann ich gerade noch gut reden. Oh! Yes! Da kriegt er den noch! Ihr sichert das. Ey, was? Irgendwie klappt gerade gar nichts. Aber es ist kein Problem. Oh, ich habe nicht aufgehört, auf den Chat geguckt. Mein erster, achso, guckst du jetzt? Ass. Ja, was ist das? Ja, der Chat lang. Jetzt. Was geht ab? Bin mies gut im Blocken. Ah, fuck. Aber das hast du halt. Darf ich nicht so gut im Schlagen. Ja. Na, guck mal, da kommt der Fafan online. Er will das wieder wissen, ey. So. Oh boy. Aber wenn er so krass gut ist, habe ich ja schon fast Angst zu sagen, dass ich in irgendetwas auch nur annähernd gut bin, weil er, glaube ich, der heftige Profi dann überall ist. Ey. Das gibt's doch nicht. Oh, nice. Boah. Gut gekriegt. Ich will nur ein Spiel gewinnen. Wenn ich den Rest verliere, nein, ist mir egal. Verdammt. Ich bin so hoch konzentriert gerade, das ist wirklich lächerlich. Vor allen Dingen ist Buhu eigentlich auch ansonsten ziemlich schwach. Also der hat nicht so diese starken Schmetterschläge. Ey, was? Schon wieder zu früh. Du kannst das Match fast schon beenden gleich. Ja, jetzt lass ihn jetzt laufen, weil sonst ist das vorbei. Nein, Matchball! Okay, verdammt. Ja, ist ja nicht Matchball, ist ja nur Satzball, oder? Nein, das ist Matchball. Das heißt, das ganze Spiel ist dann für dich. Haben wir nur ein Dings? Oh, ich weiß gar nicht, wie das eingestellt ist. Oh boy. Oh, ja, der war gut. Okay, Einstand. Alles klar, Leute, ich krieg das noch hin. An alle, die an mich glauben, die zwei Stück, die da drauf sind, ich krieg das noch hin. Ich glaube, die ganze Dash FM Community steht hinter dir. Ich als Outsider, der ja jetzt nur Gastauftritt hatte. Wobei ich sagen muss, sehr schönes Feedback. Ich habe eben nochmal die YouTube-Kommentare gelesen. Sehr lieb. Alle so, oh, super gut gemacht, obwohl es nur Ersatz war. Ja. Und dann habe ich mich sehr gefreut. War super. Oh. Deswegen, jeder, der da einen schönen Kommentar geschrieben hat. Also, nee, die Charaktere sind nicht gleich. Es gibt so ein bisschen verschiedene Arten von Charakteren. Oh, das war schlecht. Oh nein. Oh nein. Nein. Nicht gekriegt. Oh yes. Komm, Mine schreibt, sie hat sich auch gefreut, die auch im Chat ist. Hallo, schön zu da. Hallo Mine. Es war sehr schön, mit euch aufzunehmen. Ja, hat wirklich so viel Spaß gemacht. Wir haben danach noch so drüber geredet und es war so, oh, ey, Ethevin, nettester Mensch. Vielen Dank. Aber jetzt möchte ich leider zerstören. Muss man auch einfach mal machen. Ja. Alter, es ist jetzt... Tut mir leid. Aber da habe ich den Vorteil rausgeholt. Ja, das Blöde ist halt, ich habe jetzt ständig immer diese Matchball-Situation. Ja, die habe ich auch. Ja, hallo? Nein. Aber du hast jetzt auch die Schmetterball-Situation. Ja, das ist ja das Blöde. Und die habe ich gerade schon verkackt. Oh, Mann! Da kriegst du den noch! Oh, wie hab ich den denn noch gekriegt? Das war eigentlich Glück.
Amy! Ja! 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 Spielsatz und Sieg! Runaways, Amy, verteidigt! Aber guck mal, da kommt der Stern und ich drücke auf die Schultertaste und nichts passiert. Ja, du warst dann, glaube ich, ein bisschen zu spät. Ich habe das auch voll oft. Ich habe mich deswegen gerade gar nicht mehr getraut, das zu machen, weil ich es nicht verkacken wollte. Ich muss einen anderen Charakter nehmen, weil ich muss sagen, Buhu hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht und vor allen Dingen die Strategie, die ich auferlegt hatte, hast du genauso. Ja, ich war auch so überrascht, dass du es machst. Ich war so, boah, damit kriege ich ihn mega. Ja. Und dann warst du so Buhu und ich war so, fuck. ich weiß nicht, wollen wir weiterspielen, gleiche Regeln, Charakterauswahl oder? Also Charakterauswahl natürlich, probieren. Entschuldigung, Charakterauswahl natürlich. Also ich wollte okay. Jetzt eigentlich, ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, ja. Hallo lieber Chris und ich finde es sehr schön, Jula95 hat geschrieben, wir haben das super gemacht und er wird auch mal in unseren Podcast reinhören. Finde ich sehr schön. Das sollte man auf jeden Fall mal machen. Das ist, ich muss sagen, ich bleibe bei Rosalina eigentlich, weil ich sie so gut finde. Ja, weil sie halt so schön ist. Curveball, oder? Ja, mach doch, ist doch egal. Ich habe jetzt Mario, jetzt bist du aber, jetzt wird es ein bisschen nämlich, ich würde jetzt vorschlagen, ich würde jetzt sagen, es wird ein bisschen kniffliger für dich. Ja, echt? Für mich aber auch. Ich muss sagen, Rosalina war für mich immer so der Pick. Also mit ihr war ich immer richtig gut und dann war ich so, ja gut, ich brauch keinen anderen. Leidenschaftliche Verlierer-Typ live, ja, danke. Für den guten Stream-Titel. Oh, das verwirrt mich voll, dass es hier so grün ist. Ich sehe den Ball halt die ganze Zeit nicht. Ah Mann, ey, diese blöden Curveballer. Ich muss da irgendwie eine Strategie für entwickeln. Ich habe wieder auf den Chat geguckt. Ich habe nur gehört, dass du geschlagen hast. Ich habe random einfach gedrückt in der Hoffnung, dass es funktioniert. Ey, mein vierjähriger Sohn hat sich das Pad geschnappt und hat Mario Tennis gespielt und der hat sogar mal Punkte gemacht. Ich habe gesagt, okay, das ist anscheinend ein Spiel, das auch. Ja, ich meine, ey, warum habe ich den angenommen? Nee. Ey, ich krieg das nicht hin mit diesen Blocken. Ich schaffe das nicht. Oh, der war gut. Ey, was? Dash FM T-Shirt Hype. Och, ich hab nicht aufgepasst. Okay, Entschuldigung, das ist. Hallo? Das ist meine eigene Schuld. Ich. Das ist ein No Judging. Ich bin selber dumm. Ich freue mich einfach so darüber, dass der Chat so aktiv dabei ist und da verliere ich mich dann ganz leicht. Wieso verkacke ich das gerade eigentlich? Das regt mich am meisten auf. So schaut's aus. So soll's sein. Jetzt langsam bin ich wirklich sauer. So, jetzt hier. Komm schon. Hier, hol ihn dir. Hol ihn dir, Mann! Hol ihn dir! Auf das mit dem. Oh, dieses Close Game, ey, wie dreckig das ist. Ja, das ist jetzt richtig. Jetzt wird aggressiv. Ja, du hast ganze Curvebälle. So, ja, Curvebälle, beste Bälle. Ja, hier. Oh, was war das? Das war dein normaler Schlag. Ja. Also okay. Dieser mit dem Stick. Was machst du, Wario? Durch die Beine! Also, du, oh, du blöder Vorteil. Typ. Oh nee, jetzt hat er auch noch die Geschichte. Ach, hallo Rainer. Das tut halt richtig weh. Das tut halt richtig weh gerade. Oh nein. Nein. Ey, ich hab ausgeschlagen. Ich bin so ein Dummkopf. So, jetzt reicht's mir langsam. Also wenn ich jetzt verliere, bin ich selbst schuld. Boah, oh, dieses blöde gut. Netz. Gut gerettet. Ey, was ist denn? Ja, ich krieg das yes. So jedes Mal das Gleiche. Oh Gott sei Dank. Mann, da kriegt er den auch noch. Ich bin so am Sweatern, einfach vor Aufregung. Ich rette mich hier gerade noch irgendwie über die. Oh, ich flieg die ganze Zeit durch die Gegend. Also, hin und her. Dieser Stream war die beste Idee, die du je hattest. Beziehungsweise, ich glaube, die ist aus dem Discord geboren worden, oder? Ja, natürlich ist aus dem Discord geboren worden. Nein! Oh.
Alter, ich rette mich hier gerade nur. Die Schläge sind alle so hart. Kriegst du den auch? Natürlich krieg ich den. Geil, Alter. Alter, das tut alles so weh. Ich hör doch auf! Alter, das ist einfach. Das war schon. Tut mir leid, das war schon Raping. Das war schon wirklich Raping. Ich hab da überhaupt keine. Ich hab mich nur noch irgendwie gewehrt. Das ging gar nicht mehr. So. Schön. Gott, ich lach so doll. Es macht so viel Spaß. So, ich muss jetzt mal versuchen, die Bälle mehr. Die sind so schlecht, die Bälle. Oh nein, ist auch noch so dumm. Ich muss dich nach vorne locken. So, es reicht mir. Was ist das denn? Lauf doch! Ach Gott, Rosalina. Ich bin gerade wirklich mit dem Gedanken, mir das Switch zu holen. Es sollte dir wirklich Gedanken machen. Das ist nämlich eine richtig tolle... Switch ist immer die richtige Entscheidung. Oh Gott. Ich drück zu spät! Drück doch nicht so spät, du Spack! Mann. Ja, nee. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Jetzt habe ich selber auf den Chat geguckt. Das ist aber eine gute Taktik so. Als ob niemand da wäre. Hallo Sven, schön, dass du da bist. Man guckst auf den Chat und eigentlich ist da gar keiner und ich habe dabei schon geschlagen. Das wäre auch witzig. Ah nee, es ist wirklich... Mich hier gnadenlos. Ich habe gerade wirklich geguckt, ob es einen Sven gibt. Jetzt reicht's mit Zwiebel fressen. Weißt du, was doof ist? Ich kann damit einfach was? Blocken. Was? Oh Gott. Hä? Was war das für ein Schlag? Ja, es war halt geblockt. Ach so, das. Aber dafür musste ich halt nichts machen. Jawohl! Was? Jawohl! Was war das für ein dreckiger Trick, ey? Das war gut. Ja! Ja, genau, du kriegst sie einfach alle. Oh yes, Mann! Weil ich schwöre, meine Hände sind so am Schwitzen, weil das einfach gerade zu. Für mich ist es auch viel zu spannend. Richtig. Für mein Herz ist es viel zu spannend. Was? Ja, 1-1, Mann. Sehr gut. Mann, ey. Soll ich mich nackt ausziehen? Ich glaube, es wäre für alle hilfreicher, wenn ich mich gerade ohne frei mache. Ach, ich dachte, ich wäre im Aufschlag machen. Oh, kill me. Oh boy. Jetzt hast du keine Chance. Das war's. Das so, jetzt ist die Gnade Gottes. Ja, jetzt kriegst du mich. Nein, ich drücke immer zu viel mit diesem blöden... Oh. Tschüss Chris, schön, dass du da warst. Tschüss. Auch wenn es sehr kurz war, aber das... Ja. Yeah. So, es gibt... Ich dachte, wir haben so einen voll den netten Plausch nebenher noch. Fuck no, this is war. Ja, nein, den kriegst du noch. Hab ich, easy. Sehr gut, jetzt. So, es muss. Jetzt kommt der. Das ist so eklig. Das ist so, ja! Ja, Mann! Fuck! 40-15. So, jetzt ist glaube ich. Nee, nicht Matchball, das ist quasi jetzt wieder. Spielball. Was? Das war alles ganz so schnell. Oh, der war fies. Fies. So. Oh Mann. Das ist gut. Ich habe ja quasi jetzt einen Punkt. Aber ich finde es schön, dass es so ausgeglichen ist. Ja. Weißt du? Wohin schlage ich? Ich wollte tot treffen. Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Ey, das war so dumm. Ich habe gar nicht geplant, den zu schlagen. Es ist alles in Eifer des Gefechts. Passieren Dinge. Ich kenne das. Wirklich? Jetzt kommt da noch eine Discord-Nachricht. Völlig verwirrt. Oh. Ey, was? Ich krieg das einfach nicht hin. Ja. Den kriegst du nicht mehr. Der weg. Ist. Der ist weg. Der ist weg. Da waste ich auch gar nichts. Muss man sich auch ehrlich eingestehen, einfach. Oh Gott. Dieses Retten immer. Ach, schlecht. Einfach schlecht. Ja, von mir war es schlecht, dass ich ihn. Egal. Ist einfach nicht. Ah, nein, 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 nein. Yes, Alter. Der war nice. Der war richtig nice. Mein Auge zuckt schon. Ja, genauso wie auch mein Auge zuckt. Jetzt hast du Schwein. Ja, nein. Alter, verkack es nicht. Oh. Ja! Fuck. Das war ein sehr, sehr langer Ballwechsel. Ich habe gerade alles gelassen. Den kriegst du nicht mehr. Nee. Was? Was ist los mit dem Typen? Hat er keine Lust mehr oder was? Oh Gott. Sieht nicht gut aus. Kannst du bitte aufhören, auf einmal die Blocks zu schaffen? So eine einzige. Nein! Ey, es ist so dumm. Es ist wirklich das Dümmste auf der Welt, was man eigentlich machen kann. Wie kann man in so einem Zeitlupenmodus ins Ausschießen? Das gibt's doch nicht. Ich mach das auch immer wieder. Hallo Mario. So, jetzt ist Tiebreak. Das heißt, bis 7, glaube ich, ist es, ne? Hm. Immer abwechselnd Aufschlag. Nett. Nett. Den hätte ich haben müssen. Gefällt mir. Gefällt mir. So gefällt mir das. Alter, wow. Oh. Was machst du? Ja, gefällt mir. Sehr gut gemacht. Ja, genau das gleiche Problem. Einfach dumm gedrückt. Nein. Ich hab ihn nicht mehr gekriegt. Ich hab ihn nicht mehr gekriegt. Ja. 2-2, das gibt's doch nicht, Mann. Das ist so spannend. Es ist so schön, wie gleich gut wir sind. Nein, ich drück mich. Yeah. Das ist so dumm. Wieso drücke ich immer so viel? Ja, ich kenne das. Oh nein. Oh Gott. Hey, wie kriegt er denn noch? Oh.
Ja! Vor allen Dingen, weil ich schon wieder den gleichen Fehler mache, immer und immer wieder. Das ist so tragisch. Ja. Ja. Nein! Jawohl, du Dreckiger. Mit so einer dreckigen Nummer. Ich hab's geschafft. Das ist so eine richtige Vario-Nummer. Ja, das war eine richtige Vario-Nummer. Jetzt blockt den auch mit. Ja, ist klar. Warum habe ich das gemacht? Ich weiß selber nicht. Er blockt den sogar so. Das gibt's nicht. Leck mich doch. Hast du nicht verwendet, ne? Brauchst nicht, sorry. Aber wieder dieser dreckige Ball. Also, das ist so ehrenlos, was du gerade machst. Es tut mir wirklich leid, ne? Aber. Ich kann da noch nicht gewinnen. Du wirst lachen, aber ich glaube, es ist so. Mein Gott, bist das dumm. Guck mal, ich habe zu lange gewartet. Ich mache da so einen hohen Lob. Und vorbei. Ich habe keine Chance. Das ist einfach zu dumm. Es ist für die Menschheit zu dumm. Oh Gott. Du bist einfach so ehrenlos. Also wirklich, das ist so lächerlich. Es ist ein Stoppball. Was ist los? Es ist eine Funktion des Spiels. Eine ehrenlose Funktion des Spiels. Oh Gott. Oh nein, nein. Das ist keine Chance. Das gibt's doch nicht, ey. Nein! Das ist so spannend. Das kann nicht sein. Ja! Jawohl, Gott sei Dank. Ich würde ein bisschen, am liebsten würde ich Gras nach dir werfen. Mein ja. Gott, Mario, was ist denn mit dir los? Hast du so viel Mario 64 gespielt oder was? Oh nein. Ey. Oh Gott, nein. Und noch mit dieser Nummer. Ja! Yeah! Woo! Alter, meine Fresse. Ich bin froh, dass es scheiße nicht vorbei ist. Das gibt's doch nicht. Alter, war das ein geiles Match. Mann, ey. Sorry, aber... Das hat es wehgetan. Vor allen Dingen, weil... Weil du deine ehrenlosen Bälle gespielt hast. Nee, weil es ist wieder so... Komm, wir müssen jetzt mal ein Standard-Match machen, ohne die Effekte. Das würde mich jetzt mal interessieren. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, können wir gerne mal machen. Weil ich glaube, Wollen wir ein bisschen runterzukommen, vielleicht eine Runde Du spielen? Genau, zusammen? Mach mal genau Du online. Wir gegen zwei andere. Okay. Das würde mich interessieren. Ja. Das ist auch ganz gut. Ich glaube, wir spielen dann aber gegen NPCs. Mir egal, mir ist wurscht. Dash FM geht heute wohl nach Hause. Ja, ich bin halt heute England. Das ist tatsächlich wie gesagt. Okay. Ey, ich hab den Abenteuermodus immer noch nicht durchgeschafft. Ich schaffe Bloppers nicht. Den blöden Penner auf dem Schiff. Das ist so eine. Ey, tut mir leid, das ist eine Hure. Das ist wirklich so. Kennst du dieses, das ist eine Map, wo in der Mitte so ein Fahnenmast ist? Diese Fall, ich finde genau. Ich ganz schrecklich. Ich mag diese normalen Plätze viel. Und weißt du, wenn er von den Dialogen Diagonale schlägt, du siehst ja nicht, dass der gegen den Fahnenmast knallt und der prallt oft da ab und dann geht er auf die andere Seite. Wenn du aber das machst, dann weiß der immer ganz genau, dass der gegen den Bar prallt und steht dann da. Genau das. So eine miese Sau. So, was will ich machen? Kurze Frage. Welche Schwierigkeit soll ich die CPU einstellen? Es gibt 5 Schwierigkeitsstufen. Boah, das ist eigentlich völlig egal. Also wo muss ich... Machen wir die vierte Online-Spiel vielleicht? Und dann muss ich Team gehen, ne?
Wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich Anfänger, Amateur, Experte, Profi. Dann machen wir Profi. Ja. So, Regeln bestätigen. So. Raum ist offen. Raum ist offen. Soll ich mal gucken? Das ist bei mir jetzt noch nicht aktualisiert. Ich habe jetzt eingestellt, dass wir beide zusammenspielen gegen eben zwei CPUs und okay, jetzt nur normale Plätze, jo. Nicht so. Genau. Oh Gott, das wird so chaotisch. Ja, wie gefällt es denn im Chat? Habt ihr Spaß, alle 33 Zuschauer, wie es mir angezeigt wird? Hoffe, es ist ganz toll für euch. Ich sehe gerade noch Dash FM E3 2018 Stream nur Nintendo. Habe ich nicht geändert, wie ihr merkt. Warum auch? Ich schreibe jetzt gerade Mario, Tennis, Aces, damit das jetzt hier so. Ich finde das mit den ganzen Special Moves gar nicht zu ablenken. Wenn du erstmal da drin bist, dann funktioniert das halt super gut. Aber du musst halt erstmal drin sein. Ich bin jetzt sehr gespannt, wenn wir gleich mal das Normale spielen. Das habe ich nämlich noch gar nicht ausprobiert. Hey, ich bin jetzt rausgeflogen, keine Ahnung warum. Also das merkt man halt, wenn du, klar, wenn du jetzt natürlich einfach so gar keine Ahnung hast, warum ich jetzt genau welchen Move gemacht habe, so, dann ist klar, so, das hätten wir vielleicht vorher erklären sollen, dass mit jedem Schlag, den man macht, dann lädt sich ja so ein bisschen auf, wenn man gedrückt hält, wenn man die Zeit hat, und dann lädt sich oben links quasi so eine Leiste auf, und das hat der Gegner natürlich auch, und ab dem gelben Bereich, glaube ich, werden auch immer diese Sterne auf dem Court angezeigt, auf dem Spielfeld. Das heißt, ich kann an dem Zeitpunkt einen Powerschuss loslassen. Der kann aber geblockt werden und so. Also solche Geschichten sind das. Ich nehme mir wieder Warp. Ne, ich nehme mal Luigi. Ich bin jetzt verrückt. Ich nehme mal einen, den ich noch gar nicht hatte. Ich nehme mal Donkey Kong. Ja, das ist genauso wie der Wario. Der ist halt ziemlich kraftvoll halt. Der kann richtig starke Schläge raushauen. Wenn man keine Ahnung, was man tut. Ich bei jedem Beat'em Up jemals. Sehr schön. So. Danke, Claire, Yeti. Ja. Guck mal, gegen Wario und Rosalina. Quasi gegen unsere beiden vergangenen Ichs. Ach, ernsthaft? Ja, ja. Ja, krass. War Zufall. Okay, ich bin vorne. Okay, ich bleib dann dabei hinten. Oh mein Gott. Der war doch aus. Aber beim Doppel ist ja... Nein! Achso, genau, ist größer. Deiner. Den kriegst du locker, easy. Sehr gut. Sehr schön gespielt. Oh, sehr gut gekriegt. Oh Gott. Oh, pass auf. Nein! Nee, krieg ich nicht mehr. Egal. Wie man vorher weiß, kriegst du nicht mehr. Lass einfach laufen. Ja. Oh, sehr guter Aufschlag. Ach, wir teilen uns eine Zeitlupenleiste. Nimm du an. Oh, Körpertreffer. Ja, ist ja leicht bei Donkey Kong, ist ja ganz klar. Ja. Hättest du jetzt ein Buch, wäre nicht ganz gut gewesen. Wäre durch mich durchgegangen. Ja. Oh. Boah. Sehr gut. Yes. Sehr gut. Schön. Komm, wir werden ja hier so ein paar CPUs abziehen können. Ja. Nachdem wir gerade uns das Beste, die besten zwei Matches der Welt gegeben haben. Ich glaube, online hat könnte Nintendo das Match einfach quasi als Werbemittel. So ohne Schnitte hoch. Kann man einfach. Ja. Boah, sehr gut. Oh. Krass, kriegst du. Ja. Nice. Nein, dieses Schwein! Fuck. Aber es aus, aus. Ja. Das ist halt Mario. Was willst du von dem erwarten? Ja. So. Oh Gott, ich muss hier mal Dings ausmachen. Discord, das nervt mega. Muss ich gleich mal machen. Oh Gott, verdammt. Machen wir mal kurz. Pause, okay. Ich krieg hier die ganze Zeit Push-Ups. So, alles gut. So, bin bereit. Oh. Es ist, boah, nice. Super. Du hast gerade wirklich Rosalina ins Gesicht geschlagen. Nee, ich schön gegen die Brust. Das hat bestimmt noch wehgetan. Ja, sicher. Oh, das war ja gar nichts von mir. Was war da denn? Dieser wahre Schwein, Junge. Und... Ja, easy, sicher. Lass los. Oh Gott. Kriegst du? Oh, sogar sehr noch geblockt. Schön. Ohne, Damage zu kriegen. Ach, was denn? Ah, ist der. Nice. Was ist mit dem los? Sehr gut. Gewalt gegen Frauen. Beim Tennis ist es, glaube ich, okay. Also, solange es nur der Ball ist und nichts anderes. Ja. So, machen wir eigentlich auch eine Kombi, wenn wir, Dings, Ulti benutzen? Ah, das wäre interessant, mal zu wissen. Hätte ich jetzt machen können, eigentlich, aber.
Stimmt, wirst du dir bei der Switch dann dieses bezahlbar oder Bezahlding machen? Weil jetzt ist ja alles noch kostenlos so. Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, wo ich mir auch schon viele Gedanken drüber gemacht habe, weil außer Mario Kart und jetzt ein bisschen Mario Tennis spiele ich eigentlich nichts online. Ja, deswegen das lohnt sich für mich eigentlich nicht. Bei mir eigentlich nur so, nur Mario Tennis, das erste Mal also tatsächlich, dass ich jetzt auf der... Ich muss sagen, es hat schon Spaß gemacht, ab und zu Mario Kart, wenn man einfach nochmal ein bisschen spielen will. Dann kriegt ihr den noch. Genau. Sehr gut gespielt. Haben die eben gewonnen? Nee, wir haben einen Punkt geholt. Aber zum Beispiel bei Splatoon zum Beispiel, der Rako, der auch als Gast schon mal da war, der spielt zum Beispiel sehr viel Splatoon und so. Ja. Der, glaube ich, wird sich das dann machen müssen. Also wenn du dann sowas halt spielst, dann hast du keine andere Wahl. Ich glaube, momentan gibt es nicht so viel. Also ich weiß gar nicht, wie das jetzt bei Fortnite aussieht, ob das dann auf der Switch auch kostenlos sein wird, so wie das bei PS Plus ist. Da brauchst du ja auch kein Plus für, um Fortnite spielen zu können. Das ist so mutig mit deinen... Boah, sehr gut. Ich hab Wario aus dem Turnier. Aber ich weiß nicht. Außer Splatoon würde mir jetzt spontan kein Spiel einfallen, was so online... Ja, bald jetzt noch durch Smash natürlich wird ja dann kommen irgendwann. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber unabhängig davon. Also ich glaube gerade so die Nintendo-Sachen, die vielleicht doch nochmal online gedacht werden, also... Was gibt es denn dann noch? Wenn es irgendwann mal wirklich ein F-Zero kommen würde, zum Beispiel, sowas, ne? Das dann so. Aber das stimmt schon. Ich kann mir voll vorstellen, wie Pascal schon sagt, es sind halt nur 20 Euro auf ein Jahr. Das ist auf einen Monat gerechnet halt wirklich nicht viel. Ja, das und du kriegst halt Fall. Dann noch diese Classics dabei, also was ja, glaube ich, dann auch nochmal motivieren kann. Ist ja ähnlich wie mit dem PS Plus. Die Rosalina, das ist hier gerade schnell. Ach, sehr gut. Sehr schön, gut gespielt. Das haben wir gut gemacht. Das haben wir gut gemacht. Ich finde, hierbei kann man noch gut quatschen. Weiß jemand, was eigentlich mit dem Browser und Netflix bei der Switch aussieht? Tja, das weiß auch ehrlich gesagt auch nicht. Das sind doch einfach große Gerüchte. Also, oder Hoffnungen, besser gesagt. Ich muss überlegen, ob ich mir wirklich Netflix, weil ich habe Netflix auf allen möglichen Plattformen, ob ich jetzt noch auf der Switch nochmal. Sollen wir nochmal ein Standard-Match machen, als also ein ohne jegliche. Aber wir sind ja schon so spät, sind wir schon. Oh Gott. Ja, wir haben nur noch. Wir können noch ein Match machen. Ich bin auf Charakterauswahl. Ich geh jetzt mal auf den Lobby. Dann können wir das mal einstellen. Ein Match ohne jegliche Powershots und Leisten und Zeitdupen, sondern nur reines Tennis. Können wir mal gucken, wie es ist. Ja, aber also. Wie gesagt, auf Netflix, auf der Switch jetzt unbedingt. Also dann, das Coole ist, dann brauche ich halt wirklich nur die Switch mitnehmen, zum Beispiel wenn auf Reisen und kann dann quasi da Netflix gucken und muss jetzt nicht noch nebenbei mein Smartphone rausholen oder Smartphone sowieso Quatsch, aber Tablet oder sowas. Ganz kurz, ich kann hier beim Matchtyp Einzel, Doppel, Einzel und Doppel einstellen. Wenn ich nur Einzel mache, dann habe ich keine Einstellung mit den... Ach so. Ah, okay, das heißt, das kannst du gar nicht einstellen. Das Einzige, was ich einstellen könnte, wäre diese persönlichen Plätze. Aber sonst... Persönliche Plätze, okay. Guck mal hier, der Verfan hat auch schon einen Raum aufgemacht. Der will es wissen, ne? Aber möchte ich jetzt... Das machen wir ein andermal, Verfan. Da werden wir definitiv auch nochmal dazu kommen. Weil Streaming-Setup steht wenigstens ein bisschen so. Und aktuell geht das Ganze. Kinder sind leise, ist ganz gut. So. Das ist immer das Problem, das weiß man nicht. Deswegen muss man immer so spät machen, das ist bei mir immer so blöd. Ich bin der... Ich will schlafen. Dann machen wir ein normales Match. Machen wir ein normales Match noch einmal. So. Persönliche Plätze mal oder die normalen wieder? Was sind denn persönliche Plätze? Diese mit dem Holzpfahl. Also ach so, machen wir mal. Ja, genau, machen wir mal das so. Aber bitte nicht das Holzpfahl-Ding, weil das hasse ich. Weil ich glaub, das okay, also ich kann doch sogar hier einstellen. Mit und ohne Hindernis. Wilde See ist das wahrscheinlich, ne? Nein. Alles andere ja? Ja. Okay. Gut, dann bin ich mal gespannt, was kommt. Regeln bestätigen und dann ist der Raum offen. Steuert man dann Netflix über die Switch-App? Switch-App? Hä? Verstehe ich auch nicht so genau. Du musst denn die Netflix-App öffnen. Auf der Switch. So. Aber das Problem, was ich halt dabei sehe, wenn ich die Switch dabei habe, dann will ich doch Switch spielen. Der Akku hält doch so schon nicht so ultra lang. Here we go.
Also will ich doch meinen Akku nicht noch auf Netflix verschwenden. Dann kann ich mir ein Tablet mitnehmen oder ein Handy und ein Powerpack oder so. Und dann schaue ich übers Handy. Deswegen, ja, also das ist ja nicht unbedingt nötig, finde ich. Also. Wirklich, wir haben alles eingegeben und es kommt das Normale? Sehr gut. Das ist lächerlich. Es ist halt einfach, Nintendo hat die besten Matchmaking-Geschichten. Die wissen es noch nicht, die kennen es nicht. Ich habe extra nur persönliche Plätze eingestellt. Vielleicht fliegt da gleich ein Komet auf diesen Platz oder so. Ist das Fortnite? Ich muss sagen, nach wie vor diese. diese Träge. Sehr viel, also super Idee gewesen, dass wir das streamen. Also super viel Spaß. Ja. Wir können ja quasi eine Rubrik aufmachen und in verschiedenen Disziplinen immer gegeneinander antreten. Ich muss dazu sagen. Runaways versus Dash FM. Ja. Du hast definitiv. Da war doch wieder dein Dreckiger, den habe ich doch schon wieder gesehen. Ja, natürlich, aber du hast ihn auch gut returned, aber dann habe ich wieder zugeschlagen. Es ist ein. Du, wenn du deinen Curveball da rausholst, dann bin ich mit meinem. Mit deinem Stopball. Ja. Ja, vielleicht gewinnst du jetzt auch mal einen Match, dann hast du auch eins gewonnen. Boom, also ich mag Donkey Kong. Jo, der macht mich gerade ziemlich fertig. So. Was wolltest du gerade sagen? Sorry, ich hab dich unterbrochen. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall mehrere Disziplinen. So, vielleicht gibt's ja mal wieder so Spielchen. Hey, Fortnite! Ja gut, das kann man nicht kompetitiv spielen. Fortnite kannst du nicht kompetitiv spielen. Aber das kann man mal streamen. Jo, kann man auf jeden Fall machen. Wie kann ich, bist du nicht so mega in Fortnite drin, oder? Ich habe das letzte Mal, als ich gespielt habe, ist jetzt auf der Switch gewesen tatsächlich, aber ich habe davor, weiß nicht, das ist schon Monate her. Wir können mal einen Fortnite-Erklärstream machen. Ja, genau. Also wie spielt man Fortnite am besten und was gibt's so? Ja, wieso nicht? Ach, Mann. Sehr gut. Komm, 1-0. Vielleicht wird es ja ganz schnell, vielleicht kriegen wir sogar noch bis vor 11 Uhr hin. Boah, das ist jetzt gerade sehr überheblich und super arrogant gewesen. Aber egal. Ja, aber du bist gerade mega. Ich bin jetzt still, ich konzentriere mich jetzt mal und dann läuft es vielleicht ein bisschen besser für mich. Aber vielleicht ist es auch nur eine schlechte Ausrede. Nicht mal ernst. Mein Gott, yes. Mit so einer Nummer verliere ich dann auch noch. Verdammt nochmal. Boah, was soll das für ein Ballwechsel? Ja. Fünfmal habe ich mich aufgeregt, weil du alle meine Dinger geblockt hast. Das ist eine Sache, die ich nicht so gut kann und die ich seltenst mache. Wie du genau weißt, wo man hingeht. Das ist doch. Ey, ist doch gut jetzt! Hör doch auf! Hallo? Hör auf! Es ist doch lächerlich! Hau doch mal den Ball jetzt da! Nee. Ich hab den Move noch nie gesehen von ihm. Sehr geil. Super! Ist über mich gesprungen. Ärgerlich. Oh, du bist so dreckig. Es tut wirklich gut. Es tut wirklich gut. Oh, ist das gut? Matchball. 3 Stück habe ich so davon. Sehr, sehr gut.
So. Ne, zwei sogar nur. Danke, der wäre aus gewesen. Echt? Oh nein! Ja. Es ist so... Ach Mensch! Zu spät. Ich muss doch die Ehre wieder herstellen. Körpertreffer? Ernsthaft? Ja. Mhm. Es tut so, es tut weh. Ich muss sagen, ich kann das Spiel aber nicht auf dem Fernseher spielen. Ich bin viel besser im Handheld. Ist nicht mal der Fernseher schuld, sondern dass das nicht auf dem Fernseher, dass das nicht auf dem Handheld ist? Nee, ich bin besser mit dem Handheld. Also ich spiele auch gerade auf dem Handheld. War nur so ein allgemeiner. Ich spiele viel lieber Switch auf dem Handheld. Warum? Warum mache ich das? Und du merkst schon so. Oh, was? Sehr gut. Sehr gut. Ich war so sicher, dass ich ihn hab. Es war wieder diese Überheblichkeit, Marvin. Ja, das stimmt, das stimmt. Yes! Yes! Sehr gut. Super gespielt, muss man sagen. Ja. Das habe ich einfach mies abgezogen. Jetzt habe ich meine Ehre wieder hergestellt. Das waren auf jeden Fall super spannende Matches, muss man sagen. Also ich habe gewusst, dass du gut bist, weil du ja erzählt hast, dass du den Abenteuermodus mit links hingekriegt hast. Mit links, aber so war das auch gar nicht ganz geil. War auf jeden Fall ziemlich spannend. Und vielleicht kann man das nochmal machen. Oder mit was anderem, Fortnite oder so, bin ich auch dabei. Müsste mal gucken, wie es mit der PlayStation aussieht, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Kann man uns ja einfach Feedback geben, @yetivin, @ichmagdasnicht, und dann wissen wir Bescheid. Genau, also auf Twitter natürlich, ich mag das nicht. Natürlich. Und ansonsten checkt mal Runaways aus, checkt die, ja, am Sonntag die neueste Folge von Dash of Emma aus, und in diesem Sinne soll ich, ja, es gab ein paar Fragen wegen dem T-Shirt, ist, ja, da behalten wir uns noch mal ein bisschen bedeckt, sag ich mal. So viel dazu. Ja, wir machen jetzt keine große Nummer draus. Es war jetzt eigentlich nur so, hey, wir experimentieren. Ihr wisst Bescheid, wir sind transparent. Wir zeigen euch auch, was wir machen. Und werden da vielleicht nochmal am Sonntag drauf eingehen, wenn wir dann nochmal ein bisschen im Cast drüber sprechen können. Ja, Marvin, vielen Dank, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast. Liebend gern. Ja, immer super viel Spaß immer wieder gemacht. Gerne. Und in diesem Sinne schalte ich den Stream mal aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gute Nacht an euch. Und schönen Freitag noch. Schön, dass ihr da wart. Tschüss. Tschüss.